In einem Riesensystem geht es immer wieder um den Einzelnen, der so viel bewegen kann und einen riesengroßen Unterschied machen kann. Es geht um Wertschätzung. Ja, absolut. Es ist einfach ganz toll, dass wir jedes Jahr neu solche Menschen finden, die wir hier stellvertretend für alle anderen zehntausenden Kollegen und Kolleginnen auszeichnen können. Es gibt wohl kaum einen wichtigeren Beruf für unser Land, für unsere Zukunft und natürlich auch für unsere Kinder, dass sie gut durchs Leben kommen. Lehrkräfte verdienen unser aller Respekt und das wollen wir heute zeigen. Was für eine Ehre, Sie heute auszeichnen zu dürfen. Also es geht ja immer um Erziehung und Bildung. Und ohne eine gute Atmosphäre ist das für alle undenkbar. Wir machen das ja nicht für uns, um unser Selbstwillen, sondern wir machen das ja für die Schülerinnen und Schüler, um die hoffentlich ein kleines Stück begleiten zu dürfen auf dem Weg da draußen, um dann eben die Gesellschaft auch wieder ein Stück besser zu machen, als sie vorher war. Sehr herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Bauer, lieber Herr Heidmann. Toll. Für besonderen Unterricht braucht es Raum und Zeit und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass wir immer die ganzen Schüler beim Wachsen im Blick haben und nicht nur ihre Leistungen in den Blick nehmen, sondern sie einfach begleiten in ihren Stärken und versuchen, das in den Vordergrund zu stellen.